Heute, was geht ab, Leute? Hunger? Bei meinem ersten Tangela, also Solo 3 Raid und allgemein mein erster Tangela. Ich hab keine Ahnung. Soll, also ist auf jeden Fall machbar, aber soll ein bisschen schwieriger sein, was ich so mitbekommen habe. Vor allem habe ich keine Überkassenkonto. Fehlt ja immer noch Lavados, Lavados C-Day war noch nicht. Also Lavados Day, nicht Lavados C-Day. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ich habe auch kein gutes Glugak mit Lower Kanonade vom C-Day, sondern nur Hitzekoller. Ja, schauen wir mal. So, Eis ist, glaube ich, auch gut gegen Pflanze. Also 6 verschiedene. Das hatte ich auch schon lange nicht mehr. Rayquaza mit Luft. Dann 2 Feuer. Glurak, Ente. Flamang auch Feuer. Pinsir Käfer, soll auch effektiv sein. Und dann Arktos Eis. Hab keine Ahnung. Ich gehe mal da recht spontan, recht blind rein. Damit es ein bisschen spannender ist. Lass mich da überraschen. Hatte vorhin einen gesehen, aber der war nur noch ein paar Sekunden. Dachte ich mir, ja, okay. Muss ich jetzt hier nicht unbedingt dahin laufen. Hoffe, der ist ein bisschen häufiger. Ich habe schon gesehen, Absol zum Beispiel momentan richtig häufig, weil es gibt ja eigentlich nur 4 Vierer-Raids. Rizogos, Desputer, Alola Knogger und Absol. Also ich sehe heute schon den ganzen Tag Alola Knogger und Absol. Und los geht's. Ich hätte den Zeitkick anwenden können. Egal. Können wir das nächste Mal machen. Also falls ich es nicht schaffe, dann holen wir uns ein paar extra Sekunden. Er kann Matschbombe. Ist Matschbombe jetzt gut oder schlecht? Er kann wahrscheinlich auch Solarstrahl. Also noch kann ich gar nicht abschätzen. Also ich weiß eh, dass er quasi krass ist. Wir sehen es dann bei der Hälfte. Ich bin mit 1,71 gestartet. Also 85 ungefähr. Sagen wir ein bisschen weniger, weil manchmal hört er ja davor schon auf. Auf jeden Fall knapp. Vor allem, weil das eine Hitzekoller, glaube ich, nicht gezählt hat. Okay. Ja, wir sind so 5 Sekunden drüber. Das heißt, wir schaffen den mit 10 Sekunden Restzeit vielleicht. Aber ein bisschen weniger, weil das Team, was jetzt kommt, ist schwächer als das erste Team. Ja, ich sag mal, wir haben so ein paar Sekunden Restzeit, also unter 10. Das wird schon. Also wäre schon blöd, wenn ich den nicht alleine schaffe. Weil ich will ja so viele machen wie möglich. Wenn ich den dann nicht alleine schaffe, ist sehr blöd. Ah, okay. Böse hat überschätzt. Hätte ja noch ernst viel Zeit. 15, 20, ja. Ich hab's nicht mit Wetterbonus auswendig genommen. Oder ich weiß, keine Ahnung, muss ich mal schauen. Das macht das auch spannend. Ich habe die WP nicht gecheckt. Müsste ich eigentlich auswendig nehmen. Ich schmeiß mal die goldene als Glücksbringer für den ersten.
Aber 15, 20 glaube ich nicht. Also nichts Gerades. Okay. Und? Ja, das war's von meinem Tangela Solo Raid. Wir haben hier natürlich, wie immer, ihr wisst, ein Raid, eine Box von Loot Chest. Mehr zu denen unten in der Beschreibung. Ist ziemlich schwer dieses Mal. Schreibt in den Kommentaren auch, ob ihr schon einen Tangela gemacht habt und wie schwer ihr den fandet und ob ihr schon einen guten habt. Ich bin noch auf der Jagd nach, ja, 98 plus, also 98 Minimum sollte ja schon sein. Okay. Hier ein paar Center Shocks. Erinnert mich an meine Kindheit, da hatten wir immer Center Shocks. Natürlich wie immer ein Shirt am Start. Wollte gerade sagen, ein Start am Shirt, aber. Ja, ein Shirt am Start. Wie immer ein Motiv, das mir nicht viel sagt. Aber trotzdem, danke für das Shirt. Dann haben wir. Ich weiß nicht genau was. Also ich sehe das Motiv, das ist ein Controller. Aber ist das jetzt ein Kissen oder wie? Oh, das ist cool. Ein Nintendo Controller Kissen. Yo. Und? Das sieht auch krass aus. Flashbang. Original Fate Cast Tactical Flashbang. Alter, was ist ein Flashbang? Achso, das ist ein Feuerzeug. Ich weiß nicht ganz genau, was das sein soll, aber okay. Haben wir ein Notizbuch? Notizbücher kann ich immer gebrauchen. Star Wars Notizbuch. Nice. Dann schreibe ich da meine Videoideen auf. Ich habe sehr viele noch. Die werden alle noch abgearbeitet. Bleibt dran, um die zu erfahren. Und Batman und Robin. Er ist kein Comic. Es ist ein Graphic Novel. Das ist ein kleiner Unterschied. Genauso wie ein Unterschied zwischen Manga und. Okay, ich reiß das jetzt nicht auf, aber. Batman und Robin. Denke mal ziemlich cool. Genau wie Comic und Manga, sage ich mal, der Unterschied. Robin, das erste Jahr. Nachdruck von Robin, Year One. Kapitel 1 bis 4. Ursprünglich erschien Oktober 2000 und Januar 2001. Dick Grayson trug als erster die Maske und das farbenfrohe Kostüm des Wunderknaben Robin. Ja, yeah, das ist auf jeden Fall cool. Comics, ganz cool. Wobei ich und, glaube ich, die meisten eher auf Marvel stehen. Also das war's auch schon wieder mit der Box. Wir haben ein paar coole Sachen mit dabei. Mein Highlight, das Kissen. Das werde ich mir gönnen, demnächst auf ein paar Reisen. Ah ja, ich mache dazu noch ein extra Video. Aber ich werde in Erfurt sein, bei dieser Mac. Ich weiß auch nicht genau, muss ich mir nochmal anschauen. Eine coole Veranstaltung, so wie es aussieht. Und Niantic ist auch am Start. Also ich werde da auf jeden Fall hinfahren. Da kann ich das Kissen gebrauchen auf der Fahrt. Aber das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt die anderen Videos ab. Folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.